Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, jetzt gibt es eine andere Sicht. Ich habe die Kamera ein bisschen verlegen müssen, da selbst mit einem teuren USB-Verlängerungskabel die Kamera Probleme gemacht hat und nur keine Interferenzen geschickt hat, als ich sie mit dem Rechner direkt verbunden habe. Deswegen muss ich sie jetzt auf meinem Außenbildschirm anhängen, weil ansonsten das Kabel zu kurz ist. Naja. Ich habe auf jeden Fall unser Duna Project Orion fertig gemacht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das reicht für die Rakete. Ich kann es euch kurz erklären. Und wie gesagt, das ist der Satellit, den wir letztes Mal gebaut haben. Hier ist die Stage, die den Transfer machen soll. Und das sind eigentlich nur die Stage, die das nach oben bringt. Und ich würde sagen, wir lassen einfach das Teil gleich nach oben fliegen. Wir schauen nochmal. Ich überlege gerade, ob wir noch einen High-Gain-Antenne oder sowas dran bauen. Ja, da muss man überlegen. Aber das ist ja auch eine eigentlich High-Gain, ne? Eigentlich schon, ne? Jetzt schauen wir uns noch die ganzen Engines an. Tun wir von 13 auf 24 hoch. Du bist schon hoch. Ich tue mal auf 4 erhöhen. Tun wir auch auf hoch, dann speichern wir das Ganze. Und dann würde ich sagen, verbinden wir das mit dem. Speichern und starten. Bin gespannt, wie gut das fliegt. Ob das überhaupt fliegt, ist eher die Frage. Aber es ist mal ein Versuch wert, nach Richtung Duna zu fliegen. Oder halt die Rakete schon mal in die richtige Position zu bringen. Bedeutet 3, 2, 1, Liftoff. Man muss sagen, selbst das Spiel ist ja doch jetzt schon ein bisschen älter, schaut immer noch genial aus. Aber ich habe jetzt auch wieder Star Wars Empire at War gezockt. Und ich finde, es schaut genauso cool aus, und wenn du dir so einen Remake-Mod holst, schaut das Spiel einfach genial aus. Ich finde es ja schade, dass die Entwickler keinen zweiten Teil machen durften, wie 2018 angefragt wurde von denen. Was ich echt ein bisschen schade finde. So, jetzt müssen wir den leicht in den Orbit. Oder leicht in die Kurve gleich reinbringen. Schauen wir, dass wir das diesmal ein bisschen früher hinkriegen. So. Die adjusten sich immerhin auch. Was ich mega cool finde. So. Jetzt geht's durch die Atmosphäre. Jetzt geht's in die Atmosphäre rein. So. Die sind gleich leer. Der wirkt halt hier gerade noch nicht wirklich gut. Aber ich lasse ihn jetzt trotzdem an, einfach weil wir das jetzt brauchen. Schalten wir auf unsere 45 Grad um, wenn ich sogar ein bisschen runter. Schon Richtung hier gehen. Schauen wir auf die Karte, wie es ausschaut aktuell. Die Geschwindigkeit erhöht sich ja wieder. Also mit dem Booster hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Ich dachte, die fallen früher aus. Haben wir immer noch ordentlich Sprit eigentlich für den Ascent hier. Da müssen wir eh mal schauen, wie aktuell Duna steht. Oh Gott, das ist alles noch sehr, sehr tief. Ich glaube, die Booster waren nicht stark genug. Kacke. Komm schon, du schaffst das. Ich glaube an dich, Rakete. Für mich wäre es wichtig, dass der Teil uns wenigstens in eine atmosphärische Umlaufbahn kriegt. Das wäre schon mal viel wert.
kann ich dann nur später entfalten. Alles machen wir, sobald wir die Atmosphäre verlassen. Was tun wir auch erst bei 70.000 Kilometer? Also wir haben noch 10.000 Kilometer bei der höchsten... 10 Kilometer vor uns, bevor wir am höchsten, am Apoapsis die Atmosphäre verlassen. 8 Kilometer, 7. Eieiei. Ich werde mal versuchen, dann mein Modpack auch auf die 1.10 zu bringen. Ob das überhaupt funktioniert. Und dann muss ich schauen, ob ich das... Ob ich halt hier das übernehmen kann, ne? Zack. Jetzt sind wir dann in der Atmosphäre. Schicken wir ihm den Auftrag, hier einmal Orbit zu machen. So. 92 hoch. Wir haben immer noch 1400 MS. Wir entfalten jetzt hier vorne unseren Satelliten. Und entfalten die Antenne. Damit wir eine dauerhafte Verbindung haben. Das ist schon wieder ein Balken. Achso, das ist unser Sensorkopf ist das. Das ist unser einer unserer Sensorköpfe, der hier angezeigt wird. Aber der ist eh noch nicht aktiv. Wenn wir nichts aktiviert noch und so Zeugs. Ja, wir sind auch bald. Wir gehen mal bis hierhin hier vorspulen. Wie schaut es mit der Energie aus? Elektrischer Strom ist noch gut. So. Von welchem Multiplayer übermitteln? So. Ich hoffe, dass der restliche Boost so lange reicht, dass wir die Umlaufbahn erreichen können. Das wäre gut. Dann planen wir mal, oder schauen wir mal, wie aktuell der Zustand unserer Position ist im Gegensatz zum restlichen Orbit. Aber schaut gut aus. Und der Orbit ist erreicht. Perfekt, mit 700 MS übrig, das können wir dann verwenden. Ups, was ist das denn? Um den ersten Schub zu machen. Jetzt fahren wir schon mal die Energiezellen aus. Immerhin ist das Teil zuständig dann für eine weite, weite Reise. Hinten ist auch ein Kopf noch verbaut. Ein extra Kopf ist ja auch noch drin. Das ist gleich gar nicht doof. Was ich gleich vergessen habe, ist ein SAS-Modul wieder. Aber das ist ja tendenziell wurscht. Haben wir hier keins verbaut, ein standardmäßiges. Schaut nicht so aus, dass hier eins automatisch drin ist. Okay, wie ist aktuell der Stand von Duna? Duna ist an einem 90-Grad-Winkel vor uns. Können wir das verkleinern? Ich würde gerne schauen, dass wir in 45... Also es hieß mal in einem Video, dass 45 Grad so ein perfekter Punkt wären. Also ungefähr jetzt. So auf der dunklen Seite. Oder nee, wir kommen gerade auf die helle Seite wieder. Zoomen wir mal rein. Manöver hinzufügen. Duna mal als Ziel setzen.
So, ganz vorsichtig. Da war der. Da ist der Punkt. Wir haben ihn, yes! Und die Schubzeit beträgt eine Minute bloß. Wir werden es sicherlich nochmal adjusten müssen, aber wir sind immerhin schon auf dem Weg dorthin. Das ist schon mal genial. Wir haben halt blöderweise kein Ding eingebaut, kein SRS. Wir haben keine Drehmasse irgendwie verbaut. Aber hey, es ist schon mal gut, dass wir Richtung Duna kommen überhaupt. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Schauen wir uns doch mal an, wie es bei Duna ausschaut. V kann ich gleich... Wie konnte ich die Kameras umschalten? Ist ja wurscht, aber... Ist wurscht. Wir machen den Burn jetzt dann und dann hat sich das. Drehen kann ich dich aber echt nicht, ne? Doch ganz, ganz langsam. Seht ihr das? Ganz langsam dreht sich das. Ganz langsam dreht sich. Pass auf, wir stellen uns jetzt hier hin. Gleich müsste sich die Drehung beenden und in die Gegenrichtung. Seht ihr das? Aber entweder ist es so wenig, dass es nicht auffällt, oder irgendwas anderes, aber da unten passiert nichts. Wir drehen die jetzt und dann tun wir Vorspulen. Wir machen den Trick. Ich weiß sonst nicht, wie wir sonst diese Rakete gescheit gedreht bekommen. Das ist halt problematisch. Problematisch! Also soll es, wir haben hier 700 drin, wir haben in der anderen noch 2000 drin, weil wir brauchen von unserem Hauptbooster zum Bremsen und im Orbit bringen nur 400 ms und haben dann noch genug zum Adjusten. Weil wir werden am Anfang natürlich mit dem machen, was wir jetzt haben. Und dann müssen wir mit aufpassen, wie wir am besten da arbeiten. Aber der wird natürlich uns, ich denke mal, ordentlich Power zukommen lassen. So, und wir hängen an unserer Position jetzt. So. Dann gehen wir jetzt hier auf den Orbit. Hier vorspulen. Das ist jetzt die größte Adventure, die wir seit langem wahrscheinlich gemacht haben dann. Die Frage ist, wie wir mit dem Arrays arbeiten werden dann. So. Ich bringe nochmal die Rakete in die dementsprechende Position. Vollboost mit dem Antrieb. Das ist halt das Problem, wenn du nicht wirklich einen Manöverpunkt hast. Du musst das voll hier abregeln. Okay, Haupttriebwerk läuft aktuell. Die Kappeln in circa 10 Sekunden. Dann ist noch der Restburn angesehen. Es gibt noch das kleine Triebwerkgas. Soll uns jetzt hier aus dem Orbit bringen. Und in die freie Wildbahn.
weiß nicht, ob das jetzt gut ist, was hier passiert ist. Perfekt. Wir haben es erreicht. Yes! Sie kann sich auf jeden Fall besser drehen. Und dann sagen wir doch nun mal AD Erde. Oder AD Körbin. Besser gesagt. Unser kleiner Fratz macht sich nun auf den Weg zu Duna. Wo ihn noch viele, viele spannende Jahre erwarten werden. Und er uns auch vor allem viele, viele Daten hoffentlich mitbringt. Ich habe eher Angst, dass wir keine Daten kriegen, beziehungsweise eher nicht keinen Funkkontakt mehr halten kann irgendwann. Davor habe ich am meisten Angst, ehrlich gesagt. Wir spulen mal 3 Tage nach vorne. Die Mission ist mittlerweile 98 Tage alt. Hält immer noch Funk. Und ist stabil. Bis wann wann hätten wir denn den Duna-Flucht, Duna-Begegnung in 389 Tagen? Spulen wir vor, oder? Ha, das ist jetzt gerade spannend. Aber Leute, ich würde sagen, die Begegnung mit Duna, Wissenschaftspunkte sammeln und alles, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wer noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Woo! Changes.